Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen MIP-Vorstellung in ARK. Und wie einige von euch das vielleicht hier schon erkennen können, handelt es sich um die Mod-Map Tiamat. Die ist gestern, ganz überraschend, an Weihnachten erschienen in einem Alpha-Stadium. Das heißt, es ist noch lange nichts fertig, es gibt noch nicht alle Ressourcen und man kann diese Map noch nicht alleine spielen. Zumindest nicht, wenn man ARK komplett durchspielen möchte, mit allen seinen Möglichkeiten. Denn es gibt noch nicht alle Ressourcen, noch nicht alle Dinos und so weiter. Aber was es hier gibt, möchten wir uns schon mal anschauen. Also ich möchte es mir anschauen und ich lade dich hiermit herzlich ein, das mit mir zu tun. Vorweg gibt es eine Kleinigkeit zu sagen. Nicht nur, dass hier gerade Weihnachten ist, sondern für diese Map benötigt man alle DLCs. Alle DLCs, die Stand heute erschienen sind und auch den Genesis Season Pass. Da haben sich die Entwickler zu entschieden, die Map-Entwickler, um einfach die Entwickler zu unterstützen, um ARK zu unterstützen. Und es wird auch aus allen DLCs Content geben, deswegen finde ich das vollkommen in Ordnung. Und man bekommt durch so viele Maps und Mods und DLCs so viele Inhalte in diesem Spiel, deswegen finde ich das eine gute Möglichkeit, die Entwickler weiter zu unterstützen, dass auch die weiterhin Content bringen können, da man quasi gezwungen ist, die DLCs zu kaufen, beziehungsweise man ist ja gar nicht gezwungen, sondern wenn man die Inhalte spielen möchte, muss man die DLCs kaufen. Und das finde ich persönlich eine gute Sache, eine gute Entscheidung von den Map-Entwicklern. Und ja, wir schauen uns jetzt mal um. Und ich muss sagen, ich bin hier vorhin gespawnt. Und, das ist ganz schön schnell hier im Spectator. Ich bin hier gespawnt und ich fand das direkt total so schön. Diese Farben, das ist ganz anders wie alles andere, was ich bisher so bei einer ARK-Map gesehen habe. Hier schön mit den vielen Details, vielen Pflänzchen und so weiter. Das sieht alles so ein bisschen anders aus als sonst. Und ich persönlich mag das sehr, sehr gerne. Und auch schaut euch mal das Wasser an. Das sieht ganz anders aus, wie man das sonst kennt. Es ist etwas klarer. Und zusammen mit dieser Landschaft ergibt es einfach ein wunderschönes Bild. Sieht fast gar nicht mehr aus wie ARK. Es sieht irgendwie total cool aus. Nicht, dass ARK sonst nicht total cool aussieht. Ich persönlich mag es sehr gerne. Aber ich mag diese Landschaften. Ich mag diesen Stil. Ich mag diese liebevollen Details. Hier mit den Blümchen und so weiter. Das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Und echt mal was anderes. Mir gefällt das gut, der erste Eindruck. Es ist, denke ich, noch eine ganze Menge zu machen. Aber hier so der Start, diese Gegend, finde ich schon mal sehr, sehr schön und ich bin auch gespannt, was da sonst noch kommt im Laufe der Zeit. Ich muss dazu sagen, ich bin eben schon mal so ein bisschen rübergeflogen und habe schon ein bisschen was gesehen und es ist bisher nur ein relativ kompakter Bereich, der soweit fertig gestaltet ist, aber da wird sicherlich noch eine ganze Menge kommen. Und das, was schon mal da ist, was wir hier sehen, finde ich persönlich wunderschön. Und ich bin sehr gespannt auf das, was da noch kommt. Ich finde es, wie gesagt, optisch sehr, 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 sehr ansprechend. Das hier sind die Gebiete, die eben derzeit soweit schon fertig sind. Und hier muss ich mal eben unter Wasser gucken. Das sieht ja cool aus. Ist auch hier unten nicht einfach nur irgendwas hingeklatscht, sondern auch da schön gestaltet. Noch nicht alles. Hier wird es dann relativ schnell leer. Aber da sieht man mal, was hier vielleicht irgendwann mal möglich sein könnte. Wenn das weitergeht. Ich fliege jetzt einfach mal so ein bisschen hier rüber. Könnt ihr euch auch mal selber einen Eindruck machen, wie ihr diese Map so findet. Also wie gesagt, ich finde diesen Stil optisch finde ich wunderschön und halt echt mal was anderes. Es ist, wie gesagt, noch nicht so viel fertig. Wir sehen da hinten schon, da wird es dann irgendwann schon deutlich leerer.
Da ist dann irgendwo das Ende von dem Gebiet, was bereits fertig ist. Aber so als ersten Start, als ersten Bereich hier, finde ich das auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gelungen. Was natürlich meine persönliche Meinung ist. Ich denke, da gibt's vielleicht auch andere Meinungen, beziehungsweise jeder kann das da für sich selbst entscheiden. Aber ich muss sagen, dass mir das sehr, sehr gut gefällt und ich muss jetzt unbedingt einmal zack hier auf die andere Seite. Weil auch hier, auf dieser Seite ist mir vorhin aufgefallen, dieses Wasser mit den Klippen hier, das sieht einfach total cool aus. Das sieht einfach total cool aus. Bei mir kommt da sofort Urlaubsfeeling auf. Ich möchte sofort hier am Strand langlaufen und Muscheln sammeln oder so. Ich find's wunderschön. Mir gefällt das gut. Und ich bin halt gespannt, weil dieses Gebiet mir schon so gut gefällt, bin ich halt gespannt, was da noch so kommt. Ne? Ich glaube, die Map wird riesig. Hier ist noch ein. Das ist jetzt der Bereich, den wir uns angeschaut haben. Das ist der Bereich, wo schon so einiges passiert ist. Wir sehen auch, es gibt sehr, sehr viel Wasser. Aber diese, huch, jetzt werden wir komplett weiß. Diese Map wird ganz schön riesig, wenn ich hier mal so grob drüber fliege. Hier sind schon einzelne Biome angedeutet, die natürlich alle noch nicht fertig sind. Aber hier könnte ich mir vorstellen, dass es hier vielleicht so ein bisschen wüstenartig wird. Das alles hier wird irgendwann nochmal Map. Und ich glaube, das wird ganz schön groß. Es wird schön riesig. Ich finde es total cool, wenn es so viel Wasser gibt. Da gibt es ja auch schon ein paar andere Maps, die viel Wasser haben. Das ist ja auch auf Tunguska zum Beispiel auch der Fall. Und das habe ich da schon total cool gefunden. Und hier sieht das Wasser auch nochmal mega cool aus. Cool wäre es jetzt noch, wenn noch Bewegung drin wäre. So ein bisschen. Aber man kann ja leider von Ark auch nicht zu viel erwarten. Wenn wir hier schauen, ist ein bisschen Bewegung drin. Wir denken uns einfach das Wasser von Atlas hier hin und dann wird das schon. Und hier sehen wir, das ist eben auch so ein paar richtig schön gestaltete Wasserfälle oder generell, wie schön gestaltet das dann im Detail auch ist. Ne? Ich habe auch hier vorhin irgendwo da so einen schönen Wasserfall entdeckt. Es ist halt sehr, sehr liebevoll gearbeitet. Das sieht man, es sind viele Details da. Und wie gesagt, das Gebiet ist jetzt noch nicht so riesig im Vergleich mit dem, was hier noch so passiert. Aber wenn der Anfang schon so schön ist, dann kann ich mir vorstellen, dass auch der Rest irgendwann sehr, sehr beeindruckend werden wird. Und ich kann es eigentlich kaum erwarten. Es ist jetzt noch keine Map, weil eben noch so vieles fehlt, wo ich jetzt sofort drauf starten würde, wo ich sofort drauf spielen würde. Einfach weil dafür noch zu viele Ressourcen fehlen, dafür noch nicht so viel zu erkunden ist. Aber wenn diese Map irgendwann mal annähernd fertig ist, dann werde ich auf jeden Fall mal den ein oder anderen Abstecher auf diese Map machen. Und ich persönlich würde mich über eure Meinung in den Kommentaren sehr, sehr freuen. Ich werde euch auch auf jeden Fall den Link zum Workshop zu dieser Mod-Map unten in die Beschreibung packen. Und ja, schreibt mir doch mal, was ihr davon haltet. Und wenn ihr eine Map kennt, wie gesagt, die musst du dir unbedingt mal anschauen. Das ist meine Lieblingsmap oder die ist ganz besonders. Wirft doch mal einen Blick drauf. Auch das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und vielleicht schaue ich mir die dann als nächstes an. Ich genieße so lange noch ein wenig hier die Ausblicke und diese schönen Landschaften und verabschiede mich damit bei euch. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug auf diese Insel gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit mir dabei. Bis dahin. Tschüss.